Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sky Family, aka Bravecraft. Und da diese zwei Aufnahmepartner, mit denen ich sonst immer aufnehme, total verhindert sind, vielleicht auch manchmal behindert, spiele ich heute mit dem Orot und mit dem Ranillas. Hallo, ich bin der Rot. Da. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen auf den Server. Bevor das noch ausartet hier. Rot geht auf Server. Da. Ach, ich bin ja immer noch tot, verdammt. Da. Rot hat Problem. Ja, was hat er denn? Fail to log in. Was? Da. Oh, okay, ihr dürft wieder normal sein. Login-Fehler. Ja, Anmeldung fehlgeschlagen. Die Anmeldeserver sind derzeit in Wartung runtergefahren. Bam, bam, bam. Und es geht wieder. Ja. Ich höre schon wieder so einen blöden Enderman. Das ist total uncool. Trauma. Ja, liebe Leute, da bin ich dann auch mal euer Toho. Ja. Endlich. Wir sind alle Dauer da und ich immer. Muss sagen, Pox, du musst dich anstrengen, wenn du meine Killstreaks noch erreichen willst. Wieso? Weil du 7 hast und ich 28. Das. Du weißt doch. Wow! Ich hätte es fast geschafft. In den Creeper zu laufen, den Thron da unten hingestellt. Nein, einfach runterzuspringen. Ich guck mir jetzt mal Trohs Haus von innen an. Hier sind aber noch ein paar Stellen, die nicht ganz sicher sind, ne? Ich bin hier auf der anderen Seite. Also muss das Ganze jetzt mittlerweile nicht mehr Ösi-Play, sondern Pox-sicher werden. Pox-Play-sicher, genau. Ach, Pox, ja. Ich sah hier gerade 3 Endermänner, wenn du spielen möchtest. Ich hab einen gehört. Einer steht sogar bei mir auf dem Dach. Hallo, Tero, ich kann dich sehen. Hä? Wo sieht er mich denn? Naja, egal. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Muss ich jetzt extra kommen und dir helfen? Nee, alles gut. Hat jemand eine Enderperle für mich? Nö. Nein. Enderperlen echt nicht? Sind leider ausverkauft. Schade. Kann mir mal einer Schuhe mit Leder, mit Feder vorlegen machen? Nö. Kann ich das selber? Vielleicht. So, wie geht's hier wieder raus? Durch die Tür. Oh. Aber wo ist sie? Find sie nicht. Du hast ein Labyrinth gebaut und kein Haus. Das ist ein Haus. Es geht einfach nur im Kreis irgendwann. Ja. Ja, aber hier geht's. Ach, da geht's eine Leiter hoch. Oh, verdammt. Ja, jetzt bin ich in einem Schlafzimmer. Cool. Jetzt kommt er da nicht mehr raus, Droh. Ich fürchte es auch fast. Ich jag ihn gerade schon. Was? Habt ihr euch nicht gerade noch drüber beschwert, über Sachen, die ihr mit mir machen wollt? Ja, nein. Darum ja. Rat mal, warum ich dich jage. Schnucki, komm her. Ich will ganz unanständige Dinge mit dir machen. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Tu es nicht. Lass es. Komm her. Get over here. Oh, er macht richtig schön ein Dach mit Treppen. Oder mit Stufen. Wow. Hast du jedenfalls die Tür schon zugemacht? Habe ich schon vor 2 Stunden gemacht, ja? Nein, ich meinte nur, damit du weißt, dass du angesprochen bist. Brauchst du Material für da? Nee. Oder hast du es noch mit? Nein. Pox, was hast du eigentlich dem nicht so große Projekt Alter, immer vor? Pox, hör auf mit so einer Kacke. Das ist eigentlich des Wahnsinns. Das funktioniert doch. Ich hatte nur im ersten Moment auch ein bisschen Angst dabei. Ach. Wieso, was hat er denn gemacht? Du weißt doch, dass bei mir die Brücke ist, die angefangene, ne? Ja. Er ist von da über den Zaun rübergesprungen. Und war kurz davor runterzufallen. Ja, genau da ist er rübergehüpft.
Zum Glück haben wir zurzeit keine Enderperlen. Ich denke mal, der eine oder andere merkt, wie suizidgefährdet ich in letzter Zeit bin. Bisschen. Aber wir müssen gucken, dass wir demnächst unbedingt ganz viel Eisen bekommen, sonst wird unser Projekt Strom gar nichts mehr, Pox. Ja, das Problem befürchte ich auch. Und wie sieht's mit der Farm aus? Mit welcher Farm? Essenstechnisch und so weiter. Keine Ahnung. Wir haben eine Kiste voll. Und wir haben Pilzkühe. Ich gehe jetzt aber mal auf die Baumfarm. Es ist ja bald Weihnachten, ne? Ich möchte jetzt was Weihnachtliches bauen. Dann lass meine Bäume wolltest Ruhe. Wolltest du nicht beim letzten Mal, bevor du runter nach Bravecraft gegangen bist, dir die Erde nehmen und unsere Essensfarm ausbauen? Nö. Doch, wolltest du eigentlich. Da hast du dich getäuscht. Nee, eigentlich nicht. Das hätte was mit Arbeit in Verbindung gebracht bei Pox. Das kannst du auch knicken. Ja, ehrlich. Wie kannst du nur? Und wir bauen Mehl? Ja, jede Menge in den Kisten. Habe ich schon alles verwendet. Okay. Um deine Blätter zu sichern? Nee. Oh, apropos Blätter. Ich bräuchte eine Schere und ganz viele Blätter jetzt. Habe ich. Ich habe 2 Scheren. Denk dran, dass wir halt nicht mehr so viel vom Eisen haben, ne? Problem. Ich will einen Weihnachtsbaum bauen, aber dazu brauche ich eigentlich ganz viele Blätter. Ja, warte doch, ich habe da eine Schere. Wo bist du denn? Aber jetzt habe ich die Baumfarm gleich komplett abgeholzt. Ja, und? Hier eine Schere. Yay! Und dann helfe ich dir ganz kurz. Für den Weihnachtsbaum. Ihr macht das schon. Einfach mal mit Anlauf hier durch. Ich bin ja mal neugierig, was du denn für einen Weihnachtsbaum bauen möchtest. Bitte? Bin ich ja mal neugierig, was du für einen Weihnachtsbaum bauen möchtest. Ich habe gerade in der Folge, die ihr aufgenommen habt, ohne mich, weil ihr mich ja immer sterben sehen wollt. Hier 3,6 aus einer Schere ist eigentlich schon ein ganz gutes Maß. Habe ich gesehen, wie die einen Weihnachtsbaum gebaut haben, ja, also von jemand anders. Und das werde ich jetzt erstmal eiskalt nachbauen. So, Pox, wo bist du? Hinter dir. Ah, da. Gut. Sekunde, bist du soweit? 1? Ja. Sag ich mir unterschiedliche... Ah, halt, stopp, du hast die falschen bekommen. Gib mir mal die Dschungelsetzlinge wieder. Danke. Hast du? Ja. Ja. Ach, jetzt haben wir da keine Blätter mehr drauf. Jetzt fallen die Bäume nicht mehr von allein, oder? Richtig. Yep. Dann. Hat halt alle seine Vor- und seine Nachteile. Ja. Wobei ich ja eigentlich genug Holz im Inventar habe. Wo kann ich denn den Baum bauen? Muss jetzt einen extra Platz machen. Naja. Ehrlich? Ja. Ich will da an den Loot. Es ist... Tro, da, kommst da du liegt ran. Eine Goldrüstung. Verdammte Axt. Was liegt da? Ich halte dir die Mobs vom Leib, du holst sie dir. Was will man mit einer Goldrüstung, frage ich mich da. Er hat doch gar keine an. Ich auch nicht. Deswegen ja. Okay, ist safe. Ey, jetzt habe ich eine Goldrüstung. Ja, ich brauchte eh nur die EP, von daher... So. Ich laufe eh 3/4 der Zeit ohne Rüstung rum, weil ich im PvP eine absolute Flasche bin. Juhu, ich habe eine Goldrüstung. Geht's halt. Und Ektoplasma, wofür auch immer. Ja, schmeiß weg. Sobald der Modboot durch ist, können wir es eh nicht mehr brauchen. Deswegen will ich auch jetzt mein Schwert benutzen. Also wenn ihr mal irgendwie die Mobfarm oder so weiter auseinandernehmen wollt, nehmt bitte mein Schwert, weil es danach eh weg ist. So. Ach, mal bei den Hühnern wieder gucken. Und zu. So, soll ich da mal wieder ein paar Hühner vermehren? Ich hatte eigentlich Eier ohne Ende beim letzten Mal. Ja, ja, weiß ich. Die habe ich auch eingesammelt. Ah, okay.
Die habe ich ja eingesammelt und habe sie auch in die Eiertruhe getan. Warum kann ich meine Steinschaufel nicht nochmal verzaubern? Keine Ahnung. So, kommt her, ihr lieben Hühnerchen. Ja. Ja, fein. Ja. Komm, ja. Hier, Sigrid, komm her. Ja, Steffi. Ja, Stefan, Fox, du kriegst auch was. Ja. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert und ich habe ganz viel Angst vor Tro. Hat einer von euch Ahnung von Enchantment Plus? Nö, wieso? Ja, weil ich meinen Bogen und meine Schaufel gerade verzaubern wollte. Ja. Aber nur eine Verzauberung drauf machen kann. Und danach steht da einfach, dass ich nicht mehr verzaubern kann. Ja, wahrscheinlich brauchst du dann das Enchantment Plus. Ja, aber das finde ich ein bisschen doof. So, okay, alle Hühner gefüttert. Weil das Upgrade, na? Ups. Nein! Das, um das zu bauen, brauchen wir ein Enderauge, 2 Obsidian, ein Buch und 4 Gold. Oh. Ja, schütteln wir aus dem Ärmel, kein Problem. Vor allem, weil wir so viele Blaze Rods haben, ne? Wir dürfen ja auch so viele in den Nether. Ja. Und es wird dunkel. Oh, das ist schlecht. Frage ist nur für wen. Haben wir Leder? Nein, aber das ist eine gute Idee. Ich wollte die Kühe noch füttern. Weil ich bräuchte Bücher. Ja, ich. Hier, wenn dann hat jemand das Leder irgendwo hier reingetan. Ich glaube, in der. Ja, 2 Stück sind da nur drin. Ja, wir haben halt nicht so viel. Tatsache, die eine kurz sich echt hier wieder. Hat sich die Kuh hier echt wieder rausgebackt, ne? Kommt. Backe, backe, Kuh. Backe, backe, Kuh. Wo liegt Zuckerrohr? Bei der Zuckerrohrplantage. Ach, bei der Zuckerrohrplantage, okay. Durch deine Ordnung muss ich nämlich erst noch durchblicken. Ja, das ist halt, dass ich dann da gleich die Kuchen machen kann. So. Weil ich ja dann die Kürbisse einsammeln. Oh, da sind wieder auch welche. Das ist praktisch. Kann ich jetzt mal wieder massig Kuchen machen. Wir brauchen definitiv eine größere Kürbisplantage. Und jetzt, wo wir mehr Erde haben, kann ich das auch endlich machen. Ja, und wir können ein, grundsätzlich alles so ein bisschen vergrößern. Könnte ich jetzt hier neben dieser Plantage... Genau, hier sind die Kürbisse drin. Wunderbar. Hier haben wir Zuckerrohr. Daraus mache ich dann jetzt gleich Zucker. So. Und... Eier. Eier, wir brauchen Eier. Halt, das ist das Falsche. Das da. So, die nächsten. So, die nächsten. Zack. So, jetzt habe ich erstmal Kürbiskuchen. 47 Stück, liebe Leute. 47. Oh, guck dir an, was auf meinem Dach abgeht. Ein Skelett. Oder was meinst du? Skelett, Creeper, da hinten rennt noch ein Zombie. Ich habe eine Frage. Wollen wir mal kurz schlafen, weil mir ist nämlich irgendwie zu dunkel. Nö. Ach komm schon, hier ist so dunkel. Ich habe gerade noch so viel in der Tasche. Bis ich da oben bin, das dauert. Zack, zack. Wow, wir hatten genug Leder, damit ich mir 2 Bücherregale bauen kann. Soll ich das Feuerzeug also rausholen, was ich in der Tasche hab, Pox? Du ist... Du weißt, was brennt, ne? Warte ganz kurz. Der Pox, alles? Der Pox, der brennt. Ja, wir können uns ja schlafen legen und dann ist eh die Folge schon wieder vorbei. Bring ein Bällchenpool dann, wenn ich brenne. Hi, Pox. Hallo, ich bin Reas. So. Und wir immer noch bei dir. So. Oh, immer ich diese. Bin im Bett. Leg mich diese Schmarotzer. Und ja, liebe Leute, dann bedanken wir uns mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und Tag. Yay. Oh, ich höre hier Kreaturen. Ah, ich habe einen Creeper in meiner Basis. Oh, das ist nicht dann, gut. Dann, da. Okay, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Ciao. Tschüss.